Wie klingt denn ein leerer Himmel? Himmelspforte. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir zusammen ein Musikstück entwickeln, das vielleicht auch wirklich mit ihrem Leben zu tun hat. Die Symphonie ihres Lebens, wie sollte die klingen? Wir haben überlebt. Dann sind Sie jetzt 91. 91. Hey! Mir ging es vor allen Dingen darum, in Würde älter zu werden. Spaß. Oh, toll ist das. Da kommen wir direkt auf die Bühne mit, was Sie hier machen. Ja, und dann mit dem Schrei verschwindet alle, zack, draußen. Ende der Vorstellung.